So, liebe Bayern und auch Rest von Deutschland. Ich bin heute in Altötting. Mein Name ist Martin Wimmer, war früher Motorradrennfahrer, später Unternehmer, Forscher und auch Erfinder, habe auch mehrere Patente. Und ich möchte heute ankündigen, eine Großdemo in München auf der Theresienwiese am 1.7. Und dort demonstrieren wir gegen das Heizungsgesetz von Habeck und auch gegen die Abschaffung der Demokratie in Bayern. Zum Ersten, der Habeck hat es jetzt übertrieben. Er hat diesen Vorgang, dass eine amerikanische Firma, die das Gesetz in Auftrag gegeben hat, beim gleichen Clan, auch noch genehmigt, und zwar am letzten Freitag. Und gleichzeitig die Demokratieabschaffung hat der Bundespräsident Steinmeier am 8. Juni unterschrieben, praktisch diese Gesetzesänderung. Und das hat zur Folge, dass wenn wir bei der Bundestagswahl in Bayern ein Kreuzel machen, da wo wir es gewohnt sind, bei der CSU oder auch beim Herrn Aiwanger, und die beiden nur noch unter 5% bekommen, also die 5%-Hürde nicht schaffen, dann bestimmt plötzlich Rot-Grün, wer für Bayern im Bundestag sitzt. Weil die nämlich das Personenwahlrecht abgeschafft haben und daraus ein Parteienwahlsystem gemacht haben. Und das hat weder die FDP noch die CSU noch die CDU überrissen, dass dadurch die AfD mehr oder weniger schon fast zum Wahlsieger erklärt wurde. Weil wenn die so weitermachen mit ihrer falschen Politik, haben wir da keine Alternativen mehr. Und auf der Demo möchte ich euch informieren, am 1.7. von 11 bis 14 Uhr, was wir noch unternehmen können. Und bitte kommt alle, denn das ist eine richtige Demo. Die Monika Gruber konnte noch halber demonstrieren, weil sie musste den Markus Söder einladen, weil sonst kriegt sie vom Bayerischen Rundfunk keine Aufträge mehr. Ich bin auch ein Söder-Fan und auch ein Aiwanger-Fan, aber ihr überreizt es nicht, was da gerade passiert. Und ich werde entsprechende Klagen einreichen und dann schauen wir mal, ob ihr mir helfen könnt, dass die Demokratie wiederhergestellt wird in Bayern und dass ihr nicht ins offene Messer rennt, CDU und Freie Wähler. Eine besondere Nachricht noch an den Herrn Söder. Ich habe Ihnen eine Visitenkarte übergeben, wir sind Trudering waren und habe Ihnen mitgeteilt, dass ich einen Wasserstoffmotor erfunden habe für die Energiewende, aber Sie haben sich auch noch nicht gemeldet. Denn ich kann die Energiewende in Bayern in 3 Jahren sicherstellen. Also, jetzt schauen wir mal, was wir machen können und dann müssen wir mal demonstrieren und Maßnahmen ergreifen. Weil wir Bayern sind nicht auf den Kopf gefallen und wir werden eine bayerische Spezialoperation starten, um die Demokratie in Deutschland wiederherzustellen. Und wir hoffen, dass die auch in ganz Deutschland erkennen, was da gespielt wird. Also, 1. Juli, 11 Uhr bis 14 Uhr, genehmigt von der Landeshauptstadt München und von der Polizeistation 14. Der Herr Reitler, den ich auch recht herzlich eingeladen habe, als Münchner Oberbürgermeister, der ist leider sehr beschäftigt, der kann nicht kommen, aber der kriegt meine Grußbotschaften dann direkt mitgeteilt. Also kommt 1.7., 11 Uhr bis 14 Uhr, die erste richtige Großdemo zu dem Thema Heizungsgesetz und Abschaffung der Demokratie in Bayern und im Rest von Deutschland. Dagegen protestieren wir.